Stellt euch mal vor, ihr fahrt durch den Wald, so, ihr baut einen kleinen Unfall, euch reißt das Ständersensorkabel ab und ihr könnt nicht mehr weiterfahren. Was macht ihr dann? Schieben? Natürlich nicht. Hey, hey, ich bin Rick von die Motion Mac Amox und wir wollen euch heute in einem kurzen Video erklären, was ihr machen könnt, wenn euch das Ständersensorkabel abreißt und ihr trotzdem weiterfahren könnt. Grundsätzlich ist zum Ständersensor, wenn ich die Light B einschalte und der Ständer ist unten, kann ich nicht fahren. Ja? Ich gebe jetzt mal Gas, keine Gasannahme. Ständer nach oben und Light B fährt los. Dafür ist der Ständersensor da. Das ist quasi ein Magnetschalter, der sitzt hier direkt hinter. Mit einem Magnet quasi, der sich hier am Ständer befindet. Und wenn der Magnet an dem Sensor ist, haben wir quasi den Stromkreis, der unterbrochen ist und dann keine Gasannahme. Das Kabel geht hier unten lang und geht dann unter den Unterfahrschutz. Vorne ist ein Gummischlauch, wo halt mehrere Steckverbindungen drin sind. Und da geht er mit der Steckverbindung rein. Und wenn euch jetzt das Kabel mal im Wald abreißen sollte, was auch schon mal passiert ist, könnt ihr nicht mal weiterfahren. Weil dann sagt das Bike, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und im Zweifel fährt es nicht mehr los. So, jetzt gibt es einen ganz einfachen Trick. Ihr macht dann die Light B aus. Ihr schaltet die Light B ein und gebt einen Bremshebelcode ein, um den Sensor zu deaktivieren. Der lautet 6x kurz, einmal lang. Das mache ich jetzt mal. Light B einschalten und jetzt den Code eingeben. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und einmal lang. So, jetzt haben wir hier C1. Und das bedeutet, obwohl der Ständer unten ist, habe ich jetzt hier eine Gasannahme. Ja, dann könnt ihr also, wenn das Kabel abgerissen ist, könnt ihr weiterfahren. Der Code ist nur temporär. Das bedeutet, wenn ich ausschalte und wieder einschalte, ich warte kurz, bis der Controller wieder hochgefahren ist, und jetzt wieder Gas geben möchte, geht es nicht. Also quasi, solange die Light B an ist, funktioniert der Sensor, Code quasi. Und wenn ich die ausschalte, ist der Code wieder weg. Für die Leute, die den dauerhaft ausbauen möchten, können das natürlich auch machen. Bedeutet einfach nur, das Kabel ja lösen, rausschrauben und dann die Steckverbindung trennen. Und dann ist der Ständersensor, das Kabel quasi dauerhaft entfernt. Und dann fährt sie auch jederzeit weiter. Auch wenn der Ständer natürlich unten ist. Meine Empfehlung wäre da, nehmt eine Blindkappe, so einen Blindstecker, den ihr drauf machen könnt, auf die andere Seite von dem Ständersensorkabel, damit er kein Wasser eindringen kann. Könnt ihr natürlich auch mit Heißkleber zum Beispiel zumachen oder mit Kleeband, geht genauso. Für die Leute, die einen Top-Controller haben zum Beispiel, so einen kleinen Tuning-Controller für ein bisschen mehr Fahrspaß, die können das sogar auch in der App einstellen und sagen, hey, Ständersensor on-off, kann man super easy auch bedienen dann. Jo, das war's zu diesem kleinen Tutorial. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, bye bye und auf Wiedersehen.